liebe Bücherfreunde, heute beim 2. Dezember Türchen. Heute möchte ich über drei Bücher sprechen von der lieben Jackie Fellgut, die mir in diesem Jahr super gut gefallen haben. Und ja, ihr seht recht, es sind nur zwei Bücher stellvertretend sozusagen hier, denn das dritte habe ich noch nicht in Taschenbuchform und ich wollte, wenn möglich, keine E-Books irgendwie einblenden, aber das wird es natürlich das ein oder andere Mal auch geben, gerade wenn eben ein Highlightbuch natürlich ein Hörbuch oder auch ein E-Book war. Ich bin ein großer Jackie Fellgut-Fan schon seit einiger Zeit, habe seitdem alle Bücher von ihr gelesen, habe auch im Dezember vor, die Weihnachtsgeschichte von ihr zu rereaden und muss natürlich einfach ihre drei Bücher des Jahres so ein bisschen nochmal besprechen. Wir haben hier zum einen Sehnsucht nach Sommer mit einem wunderschönen Cover, wie ich finde, und einer tollen Geschichte. Wir haben den Auftakt der New York Love Stories, Home Sweet Home, und da gehört dann auch das dritte Buch, was der zweite Band dieser Reihe ist, Dance With Me, mit dazu. Bücher, die ich sehr ins Herz geschlossen habe, denn ich mag den Stil von Jackie Fellgut unglaublich gerne. Und das liegt nicht daran, dass sie so eine super liebe Person ist, so ein Mensch ist, der jetzt auch in mein Leben gehört, sondern weil sie für mich wirklich ganz, ganz toll schreiben kann. Sie schafft es, Lebensgeschichten zu konstruieren, zu erschaffen, Charaktere, die tiefgründig sind, lebendig sind, modern sind, die in diese Zeit passen, die auch Gedankengänge haben, die man sehr gut nachvollziehen kann, wenn man eben auch in einem ähnlichen Alter einfach ist, was nicht zu abgedreht ist, nicht zu abgehoben, nicht zu klischeehaft, sondern einfach Charaktere sind, die wir auch alle irgendwie wo sein könnten. Und dazu haben wir eben auch eine Liebesgeschichte. Ja, die sind an mancher Stelle ein bisschen kitschig, aber bei Liebe gehört das natürlich ein bisschen mit dazu. Und so gehört für mich eben auch einfach Jackie zu einem Jahresrückblick und zu einem Highlight-Video, wenn man über Highlights des Jahres spricht. Ja, es sind drei Bücher dieses Jahr von ihr erschienen, an allen dreien durfte ich mitarbeiten als Testleser, durfte meine Gedanken schon ein bisschen vorher mit ihr teilen und habe so natürlich auch einen kleinen Anteil an den Büchern, was mich besonders freut, wenn man dann einfach so ein bisschen auch seine Gedanken darin wiedererkennt oder auch Momente, über die man gemeinsam vielleicht gelacht hat und die es dann irgendwie in ein Buch schaffen. Zudem, und das muss ich einfach besonders hervorheben, gibt es bei Home Sweet Home auch eine, ja, ich hoffe, man kann es jetzt gut erkennen, eine persönliche Widmung an mich. Und das hat mich natürlich mega gefreut. Und das hat es natürlich gefühlt schon sowieso zu einem Jahreshighlight gemacht. Wer Liebesgeschichten mag, die eigentlich so aus dem Leben gegriffen sind, die jedem irgendwie passieren könnten, die nichts, Überwirkliches an sich haben, die einfach so im Leben stehen, auch Charaktere, die eben damit einfach im Leben stehen, denen es damit gut geht, die eben auch vielleicht Herausforderungen haben, gerade am Wandel in ihrem Leben stehen, die sind bei diesen Büchern richtig. Zudem hat Jackie einfach einen Schreibstil, der sehr bildhaft ist, der sehr flüssig ist, der einen so mitnimmt, der einen eintauchen lässt. Es läuft bei mir immer ein Film ab. Ich fange mit einem Buch von Jackie an und habe wirklich immer das Gefühl, ich sitze im Kino, ich sehe die Charaktere vor mir und ich kann einfach Spaß mit diesen haben und das finde ich einfach ganz, ganz besonders. Und so ging es mir auch mit den drei Büchern diesen Jahres, auch besonders die New York Love Stories haben es mir sehr, sehr angetan, weil wir natürlich in New York City sind, weil wir das genießen können, weil wir da auch ein bisschen dieses Städte-Feeling haben, was Jackie immer unglaublich gut einfängt. Man hat eben auch das Gefühl, dass man nicht nur die Charaktere kennt, sondern auch die Orte, an denen die Charaktere sind, und es sind immer auch ganz spezielle Lebensgeschichten, die sich so ein bisschen mit dieser Liebesgeschichte mischen. Und so wirkt das für mich immer unglaublich authentisch, sehr greifbar, sehr lebensnah. Ich mag die Dialoge von der lieben Jackie, gerade wenn die Protagonisten so mit sich selbst sprechen oder im Grunde wir den Gedanken folgen können der Protagonisten. Sowas mag ich immer mega, wenn das im Grunde so ist wie bei mir selbst, wenn man sich irgendwie was gut zuredet. Und das macht es für mich einfach so wunderbar, echt, natürlich, nicht abgehoben, nicht abgedreht, nicht too much, sondern ja, einfach so wunderschön und leicht und sommerlich. Und man hat selbst, wenn man im Frühling ein Buch liest oder dann eben im Herbst, immer das Gefühl, dass irgendwie die Sonne scheint, wenn man in diese Geschichten eintaucht. Auch wenn die Geschichten
ja nicht natürlich immer nur schöne Seiten haben, wenn eben das Leben eben einem auch mal irgendwie blöd mitspielt. Auch solche Herausforderungen gibt es in den Büchern von der lieben Jackie und gerade das macht es eben auch so echt, denn es gibt eben nicht nur gute und schöne Tage, schöne Lebensabschnitte, sondern manchmal muss man eben auch aus dem Gewohnten ausbrechen und merkt erst danach, dass das eigentlich dann das Richtige war. Und so, ja, sind die Wege von Jackies Büchern immer sehr, ja, echt, immer sehr wirklich und der Schreibstil einfach ganz, ganz wunderbar und ja, sehr packend und tiefgründig und mitreißend. Und so kann ich diese Bücher allen, die gerne Liebes- mit Lebensromanen gespickten Bücher lesen, ja, kann ich diese hier absolut empfehlen. Alle drei Bücher für mich in diesem Jahr ein Jahr Highlight, an denen es nicht nur Spaß gemacht hat, schon vorher zu lesen, reinzuschnuppern, sondern dann natürlich auch am Ende das Endergebnis zu lesen und zu sehen, wow, wie ist diese Geschichte gewachsen. Ganz, ganz toll und ich freue mich auch auf die weiteren Bücher der lieben Jackie, die uns hoffentlich im nächsten Jahr dann auch wieder erwarten. Und das war nun das zweite Türchen. Ich wünsche euch nun noch einen schönen 2. Dezember. Bis zum nächsten Video. Macht's gut!